Erstmal kommt das ganze Zeug jetzt hier rein. So, zack, 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 zack. Das würde ich eventuell gerne behalten. Mal gucken. Lego Craft. Mal gucken. Wir brauchen Rot, ne? Lego Craft hier. Und wir können die Rucksäcke einsortieren übrigens. Darf ich nicht vergessen. Duschkopf brauchen wir nicht. Quatsch. Wandspiegel. Na, passt doch nie. Nee, so Quatsch. Essenszeichen. Nein. Hier. Mm-mm. Nee. Irgendwas Essensmäßiges. Flasche Wein könnte drin stehen. Aber er ist eklig. Der Form wird dann. Ein Eimer Wasser, ja, natürlich. Für den Aufguss, ne, das ist ja klar. Ja, das passt. Was ist das? Stove, was ist Stove? Keine Ahnung. Der. Nee, das passt nicht, da ist ja richtiges Feuer drin. Was darf ja kein richtiges Feuer sein? Das muss ja nur so glimmen, so glühen, aber das geht ja dann nicht. Kann man in den normalen Kessel in Glowstone reinlegen? Eigentlich geht das. Was haben wir hier? Uhr, Glastisch. So ein Aquarium wäre geil, so als Wand dazwischen. Aber das ist so doof, wird von der einen Seite gebrustelt und von der anderen Seite. Ja, so Quatsch. Aber cool sieht nichts aus. Ventilator. Nee, eher nicht so. Nee, auch nicht so. Büro passt auch nicht. Puppen, nein. Übrigens so Knochen, ne? Dann können wir haben ja den Hund hier. Das können wir ja mal machen. So, nicht niesen. Nicht niesen. Enke, das passt alles nie. Sport passt. Okay, nee, das passt nicht für unsere kleine Ecke hier, das geht ja nicht. Was ist das? Rauchmelder? Nee. Hat hier vielleicht irgendwas? Dass man irgendwie zweckentfremden könnte. Ah, sieht schlecht aus, Leute. Ja, okay. Aber das. Es geht nicht. Ich kann ja nichts reintun, ne? Ich kann da nichts reintun in den. Oh, schön. Ja, warte mal, so ein super Buschel, das könnte man ja. Das könnte man, da kann man dann das, ja, das geht. Das geht. Aber ansonsten. Digitorch. Ich hätte schon gern noch irgendwie da muss noch irgendwas mit rein. Achso, jetzt habe ich das. Moment. Der Knochen. Ja, da, Knochen. Warte mal. Wie ist das? Ich kenne da so einen Kessel. Ich mach mal ihn. Mal gucken.
Das kann man da irgendwie hier. Glowstone hat so optisch, sieht optisch ganz gut aus für sowas. Als ob das irgendwie so glimmt, ne? Guck mal, da einmal Wasser, ne? Da steht natürlich wieder daneben. Passt ja. Die Muschel. So, das kleine Detail hier, ne? So, zack. Schön. Die liegen. Klar, die müssen hierher. Man könnte es so machen, ne? Ich müsste jetzt hier noch ein Stück rausgehen. Eine Art Balkon, dass man sich da hinlegen könnte, ne? Können wir das machen? Wäre das baumäßig möglich? Der Baum hier, ne? Den könnte man lassen, ein Stück runterstutzen und da, wieso, das ist also, was der von, als ob der, das trägt. Eigentlich auch geil, ne? Da so ein Balkon da raus machen. Können Sie einfach hierher machen, ne? Da hier so. Das wieder weg hier. Oh. Boah, ist das erschrocken. Die Tür ist irgendwo zugeknallt. Boah. Mega erschrocken. Ne, dass man das so hat. Hier können wir noch ein bisschen was zumachen irgendwie. Mit Grünzeug und so, ne? Das brauchen wir jetzt nicht. Und hier können wir dann rein. Hups. Wenn wir hier vorgehen, dann kann man dann direkt Richtung Whirlpool. Warum nicht? Wenn das ganze Ding jetzt hier drüben nicht da wäre und der Berg nicht, ne? Hätte man dann abends einen mega coolen Ausblick. Mega coolen Ausblick. Das wäre auch ganz geil eigentlich. Das wäre auch echt nicht schlecht. Dann kann man schon. Moment. Das geht ja nicht. Schade. Hinlegen geht ja auch nicht. Schade. Ich finde das schon ganz cool so für den Anfang, ne? Genau, das mit dem Glowstone wollte ich testen. Den habe ich auch wieder weggepackt, ne? Da kann man nur eine Flüssigkeit reintun. Mit dem Lava-Eimer könnte man rein. Oh, der könnte zu heiß werden. Ich teste es einfach mal. Toll. Ja, super. Klasse. Hier auf zu krabbeln. Ist nervt aber. Ich kann auch das machen. Und drunter könnte man das machen. Warte. Das ginge. Oder man macht so einen Kohlehaufen auf dem Boden. Ach nee, das geht nicht. Das Problem ist, bei DekoCraft gibt es zwar einen, aber der braucht Platz ringsrum. Bitteschön. Ne, da hat man das so ein bisschen optisch. Besser geht's, krieg ich es leider nicht hin. Jetzt können wir auch noch. Hab ich das Holz auch schon weggepackt? Ich das Holz? Ja, ich wollte das Holz. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte das Holz. Ich bin heute sehr irgendwie neben der Spur. Ich vergesse gerade einen Haufen Zeug. Das machen wir so. Erstmal was futtern. Genau, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Alles klar. Ach so, hier bräuchte man noch eine Tür, ne? Das jetzt mal hier unten hinsetzen.
Eine Tür. Eine dunkle Tür. Wäre ganz gut, denke ich. Wie sieht das denn hier aus jetzt, ne? Hm, ja. Machen wir es so. So, genau. Na, mal gucken, wie es dann bei nachts aussieht, wenn dann das Licht richtig passt und so, ne? So, jetzt verlegen wir die Automatisierung ein bisschen um. Wir könnten natürlich, wenn wir das jetzt zumachen, dann das auch hier durchbauen, also quasi direkt in die unterste Etage noch durch, weißt du, dass wir den komplett bis runter haben und ganz unten ist dann im Prinzip ja, das Endergebnis. Und wir müssen dann auch mal die Kisten oben ausräumen. Jetzt ist ja alles kein Problem mehr, jetzt tun wir einfach alles da rein, also ein schönes Lagersystem. So. Richter brauche ich natürlich ganz oben. Klar, der Richter ist. Das ist jetzt nur eine Abdeckung, ne? Das ist nur eine Abdeckung. Heißt, hier können wir das ruhig hinmachen. Dann kommt natürlich der Ofen hin. Der Ofen kommt dahin. Der Ofen. Danke. Ein Ofen, der natürlich automatisch befeuert werden müsste. Aber das können wir gleich machen. So. Jetzt haben wir hier natürlich gleich die Kiste. Achso, warte mal, das war nicht weg. Ich ziehe damit lieber mal jetzt hier direkt. So, genau. Dass es nicht auf Beete gleich gehen kann, das wäre geil. Guck mal, das so, ne? Ist schon ein bisschen doof von da oben her. Ich tue das Brot jetzt nochmal hier rein kurz. Können natürlich auch einfach gleich weiter nach unten fallen, ne? Können wir jetzt hier die Kohle wieder rein tun. Wird natürlich gleich befüllt, klar. Aber hat er jetzt nichts zu brennen. Das stört mich halt ein bisschen, ne? Das wäre Kohle, das müsste automatisch immer überall rein befördert werden gleich. Gewittert? Oha. Oha. Gleich mal testen. Überdachung wäre natürlich jetzt geil, ne? Na, hier ist schon nass. Hier wäre eine Überdachung ist natürlich gut. Aber man kann trotzdem jetzt hier schön in den Pool. Hier wäre schon die Überdachung geil, ne? Dann kann man sich hier reinsetzen. So eine ganz kleine Überdachung. Ah, wäre schon nice, ne? Einfach nur so eine gerade irgendwo, muss ja keine schräge irgendwie sein, ne? Ich muss schlafen gehen, der Blitz schlägt überall ein. Das hilft mir nicht, das hilft mir nicht. Danke. Ja, dass der Blitz irgendwo einschlägt und unser Dorf dann im Endeffekt abfackelt oder so. Boah, das wäre heftig. Dann hätte ich einen schlechten Tag. Aber das Regen müsste eigentlich immer wieder löschen eigentlich, also das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ah, ich will es nicht riskieren. Na, vielleicht ein kleines Dach. Ein ganz kleines wäre nice. Hat man das schon mal?
Oh ja. Ach, du Backe. Das Problem ist, ich muss da oben rankommen. Was ist, wenn ich das jetzt hier, wenn ich den Boden hier wegmache? Ne? Dann geht es nach ganz unten. Das bringt mir nichts. Das bringt mir im Moment nichts, wenn ich nach ganz unten komme. Mal zwei solche erstmal. Warte mal, muss ich den kurz wegmachen. Cool wäre, wenn der gleich zwei beliefern könnte. Mit Kohle. Da könnte ich gleich hinmachen. Oder halt das anders bauen, dass der hier in der Mitte ist. Das ist natürlich gut. Machen wir zwei Brenner im Endeffekt. Das sollte erstmal auch reichen. Ich brauche die Kiste. Gerne. Jetzt schon mal wieder schön Kohle rein. Gut. Dann können wir das hier oben befüllen. Je nachdem, was wir halt brauchen hier, kann man Brot reintun. Warum geht's nicht? Habe ich den falsch gebaut? Ach. Ach, guck mal einer an. Ja, ich hab's falsch gebaut. Mann, jetzt. Komm mal hier. Jetzt haut das alles hin. Okay, gut. Machen Tests. Alles okay. Das gehört da rein. So. Brot. Hier haben wir Stein. Klar. Wir machen jetzt noch die zwei Brennöfen. Also eher weniger im Prinzip. Der da hinten, den können wir dann komplett weglassen. Und eine Truhe hier so für Krimskrams. Das nicht. Das hier. So. Ach. Da. Gut. Ich nehme jetzt mal so normale Fackeln kurz. Ach so. Dann ist das so alles kein Problem. Jetzt natürlich noch das Automatisierte, ne? Also das hier, das Große. Mal gucken, wohin wir das machen, ey. Ich hätte so gerne, dass das halt direkt in Kisten geht, ne? Da umgehen wir das hier unten komplett. Wäre mir echt lieb. Aber das sollte man hinkriegen. So, wir können pressen. Das machen wir gleich weg. Moment. Wir können es auf die Seite machen, ne? Oder halt hier vor die Wand, das könnten wir auch machen. Dann sind dort im Endeffekt die Kisten. Das könnten wir auch machen, warte mal. Vier Stück. So.
Ich mache das mal kurz weg hier nochmal. Ein Moment, fällt gerade was ein. Das waren, ich habe gerade die Stimmen gehört. Die waren von draußen. Wegen Fenster auf und so, ne? Bup, bup. Das fiel mir gerade noch so ein. Jetzt ist die Frage. Wir können die Kiste direkt hier ersetzen, theoretisch. Das ist klar. Ich gehe mal kurz eine Tasche tiefer. Jetzt kommt es nämlich drauf an. Jetzt kommt das Ganze nämlich drauf an. Moment. Wenn ich diesen Zwischenschritt umgehen möchte. Was ich möchte und das Lied ist doof, Alter. Irgendwas Schönes. Ich lande immer wieder bei denselben Liedern. Was wir unten reinmachen, keine Ahnung. Hier können wir auch das reinsetzen. Und die Werkbank können wir hier mit hinsetzen eigentlich. Ich will jetzt mal. Wir fahren mal Kisten jetzt. Ich brauche jetzt mal die Kisten. Bitte. Ich könnte es nämlich nochmal trennen, ne? Das wäre schon ziemlich krass. Ich könnte ja mit diesen Gittern, ne, es gibt ja die, die hatten wir letztens sogar schon mal, diese Trichter, die diese Gitter haben. Ich könnte es so machen, dass das quasi nochmal, also das kommt ja alles ins selbe hier, nein, in die Kiste erstmal. Und von der Kiste aus, dass das dann alles aufgeteilt wird nochmal. Dass das alles aufgeteilt wird. Das könnte man dann machen, das ist ja auch ganz cool eigentlich. Dass das alles dann aufgeteilt wird, direkt gleich in den Tofu und das alles in die Kiste reinkommt. Das wird aber immer tiefer jetzt, das ist so doof. Was ist das hier? Krabbelt heute, Mensch. Irgendwie krabbelt meine Haut hier. Das nervt. Wenn ich jetzt, also ich mache erstmal alles in eine Kiste. Erstmal alles in eine. Was da rein? Die Trichter sind natürlich hier unten dran. Problem. Das ist natürlich ein Problem, dass die unten dran sind. Da könnte ich natürlich dann zwei Motoren hinsetzen, die das dann dementsprechend hier in zwei separate Kisten pumpen würden, die hier wären. Das gänge. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, oder? Jetzt haben wir dann doch zwei Motoren. Ich meine, jetzt hat man hier vier. Wenn wir dann nur zwei machen, das geht. Im Gegensatz zu Vierer ist das schon, denke ich, gar nicht schlecht. Schwierig. Aber dann könnte man das direkt trennen. Dazu müsste ich dann noch mal wissen, wie das hieß. Das Rohr mit dem Gitter drauf. Wo hatte ich denn das verwendet? Gute Frage, wo habe ich denn das verwendet gehabt? Um das gleich zu trennen. Bitte. Ich fällt es gerade echt nie ein, ne? Wo hatte ich dieses Gitter benutzt, um das direkt zu trennen? Ach ja, ich weiß wo. In der Schmelzhütte hatte ich das benutzt. Da könnte ich kurz nachgucken gehen, wie das heißt. Also erstmal soll das alles direkt über die Trichter da reinfallen. Das fällt alles direkt, das geht alles einmal in die Kiste. Bup. Von Trichter zu Trichter. Das sollte theoretisch funktionieren. Da soll jetzt eine Kiste oben drin sein, ne? Theoretisch. Jawohl. Okay, das geht. Das ist natürlich super, dass das geht. Ich will das mal kurz hier weg, hier mehr Platz haben. Zum Laufen. So, das haut hin.
Das hier können wir nochmal anpassen, dass man das nicht so sieht. So, so, so. Okay. Wir gehen mal ganz kurz gucken, wie der hieß. Wie diese Trichter hießen. Hatte ich noch mehrere? Wenn wir jetzt kurz mal machen hier. Ich hole jetzt alles hier rein. Wir holen jetzt hier alles rein. Es ist leer. So. Der weiße Rucksack, den hatten wir auch mit der Wanderschaft. Da ist also ordentlich was drin. Das direkt. Ach so. Sani. Ist ja dann direkt was drin. Das ist das einzelne Zeug hier, das müssen wir uns dann mal raussortieren noch und dann überall an die entsprechenden Stellen hin platzieren. Also zum Beispiel diese legendären Waffen, das kommt natürlich alles oben bei uns hin. Lalala. So. Da ist der auch leer. Den würde ich vielleicht sogar gerne so lassen, wie er ist. Hier mal die Blumen drin. Unser Krimskramszeug. Blumen und Krimskrams. So. Und so schnell, ne? So schnell kriegen wir jetzt unsere Rucksäcke wieder leer. Das ist voll geil. Okay, der ist leer. Der müsste auch leer sein, ne? Aber er hier nicht. Das ist unser Baurucksack. Der bleibt, wo er ist. Aber der hier. Da ist noch ein bisschen was drin. So, haben wir das Level hier reingepackt, alles. Schön. Mega gut. Jetzt müssen wir schnell mal gucken. Wie. Das hieß nicht Richter, ne? Ich weiß nicht, wie der hieß. Keine Ahnung, ich muss gucken gehen. Da lang. Jetzt sind wir hier, sieht man es nicht. Schade. Es soll ja noch ein paar Abonnenten einziehen, das habe ich nicht vergessen. Ich warte aber noch auf einen Namen. Von einem. Von einem, ja, besser gesagt. Ich überlege gerade, wie man das noch bauen könnte. Dass es halt funktioniert. Ich hätte das schon gern, dass es halt wirklich in diese zwei Kisten direkt gleich aufgesplittet wird. Von der Kiste dort aus. Da könnte man eigentlich auch... Ne, ich brauche... Es muss eine Zweierkiste sein, weil ich ja zwei was wegleiten muss. Okay, na guck mal. Gucken, wie das heißt und ob man das ganz einfach machen kann. So ein Sortierer dann. Könnte man dann auch größere Sachen sortieren? Also verschiedene, also wenn jetzt in der Kiste irgendwie 6, 7 was Verschiedenes ankommt, könnte man auch sortieren. Man muss es auch wieder aufsplitten. Oh. Oh. Oh, wow. Hau wieder Gold rein. Lalalalala. Hau wieder Gold rein. Denn wir haben jetzt Händler auf dem Markt und die, ja, wollen Gold. Da hinten ist auch noch überall was drin. Eisen haben wir eh noch genug. Wie sieht denn das aus hier eigentlich, eisentechnisch?
Oh, die Truhe ist leer. Kupfer. Oh, Sunny hechelt. So, warum ist es doch hier auf Conny? Oder merke ich es bloß gerade gar nicht mehr? Lalalala. So. Das passt schon erstmal wieder. Jetzt gucken wir mal, wie das hieß. Soll das eigentlich ganz gut klappen? Mal gucken. Mal gucken. Was haben wir hier? Das ist es. Gratit. Hopper. Nein. Okay, mal gucken. Klar. Das ist ja ganz easy. Okay. Wenn da nichts ist, dann können wir das mal ganz easy machen. Weißt du was? Ich habe keine Lust zurückzulaufen jetzt. So. Es gibt ja jetzt auch so einen neuen Mod wegen Teleportation und so, der wie bei Witcher mit den Wegschildern und so agiert. Ah, ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber ach, ich weiß nicht. Mir gefällt der, den ich drin habe, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich werde jetzt nicht mal irgendwie einen Wechsel machen oder so. Muss nicht sein. So. Ich habe gerade alles eingepackt. Na ja. Trichter. Gitter haben wir keins. Na gut. Dann können wir eins machen. So. Gerne. So. Jetzt bräuchte ich natürlich noch einmal zwei Hebel. Es ist super, es ist so easy einfach. Zwei Motoren. Und die nehmen wir mal alle mit. Ich weiß es nicht so richtig. Sie müssen in verschiedene Richtungen weggehen, weil sonst treffen sich die Rohrleitungen und dann verbinden die sich wieder. Das ist auch wieder doof. Mal gucken. Genau, wir haben die Zweier. Ich möchte die aber schon auf gleichermaßen dann auf beiden Seiten haben. So, das eine geht natürlich hier weg, logischerweise. Hier müsste dann im Prinzip die Hebel sein. Theoretisch ja, sollten sie sein. Also das wäre quasi hier. Das wäre hier. Oh, das verbindet sich nicht gut. Wenn das dort ist, ne? Da ist der Motor ja dementsprechend auch dort. Verdammt. Also die Motoren müssten dann schon so sein. Es geht nicht anders. Das ist total doof. Und die jetzt hier mache ich so und so. Genau. Und in das eine tue ich. In das eine. Da tun wir. Wupp rein. Dann sage ich mal, das jetzt hier tun wir einfach jetzt das rein. Ne, das soll durchgelassen werden. Und hier soll das durchgelassen werden. So. Obwohl, warte mal, ich mache das mal andersrum. Aber das ist egal. Egal. So. Das wird da durchgelassen, das wird da durchgelassen. Mhm.
Jetzt muss ich natürlich hier seitlich dann zugreifen können, dass ich das jederzeit stoppen kann. Ich baue hier mal kurz ein Stückchen die Wand weg. Bei dem ersten ist es natürlich ganz einfach. Dahinter kann ruhig ein bisschen Platz sein, das ist jetzt nicht schlimm. So. So. Die Kiste will ich jetzt auf der Höhe haben. Das soll die erste sein. Und die zweite für Soja ist hier. So. Das ist jetzt Sojamilch und das ist Tofu. Mhm. So, passt. Ne, dann hat man das eine schon mal fertig sortiert und wird automatisch eingelagert. Ich werde zweiten das hier so machen. Ich könnte es unten direkt lang leiten lassen, ne? Das ist jetzt die Höhe. Im Prinzip so, theoretisch. Wo ist das? Hier. Ah, gut. Ich muss ja noch innen drunter im Endeffekt lange leiden. Fertig. Dann hätten wir das auch. Oh. Einen Moment.